Hallöchen und willkommen zurück zu Let's Play NHL 2012. Ja, früher als geplant. Ich habe mir gedacht, du hast gestern nur bis 12:30 gearbeitet. Bin heute extra früh aufgestanden, damit ich euch doch noch ein paar Videos von NHL 12 liefern kann. Jetzt muss ich dazu sagen, ich hatte gerade eben das Spiel gegen die Krefeld Pinguine bis zum letzten Drittel schon fast bestritten. Und ich glaube, in den letzten 10 Minuten, da stand es 3-0 für mich. Und auf einmal hat sich das Spiel aufgegangen. Na, ganz toll, habe ich mir gedacht. Ich hoffe mal, dass es jetzt besser geht. So. Okay. Ich glaube, das nächste Spiel mache ich mal im Torhüter-Modus. Hi everybody, I'm Gary Thorne along with Bill Clement and we are ready to play some hockey. And tonight, we'll have this one between DEG Metro Stars and Krefeld Pinguini. Krefeld's power play is a big part of their offense, Bill, and whoa, if they get chance. Well, Gary, this is a huge announcement coming in. I mean, if they end up on the power play, they're going to... Und es geht los! Mit einem Bulli gewinnen. Ich wollte gerade sagen, mit einem Power Play gewinnen. Ach, Mann! Zu schwach gepasst! Oh, 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 oh! Well, he blocked that shot. I'm not sure he ever saw it, but hey, got the job done. Someone's going to the sin bin. We're gonna find out here in a minute. Huch! Und direkt schon die erste Strafe! Spiel davor hatte ich, bis im letzten Drittel keine einzige Strafe. Und jetzt in der ersten Minute schon. Okay. Naja, okay. Machen wir das Beste draus. Ei. Okay. Das sieht gar nicht gut aus. Kaufmann. Ah! Ich wollte eigentlich... Alter Schwede, war das knapp gerade. Puh. Ah, naja, egal. Zeit rausholen. Ich krieg aber auch hier keine Lücke hin. Ey, Drecksack. Oh, ich glaube, das Spiel wird munter als das davorige. Schon mal mit einer riesen... Ah, jetzt haben wir Powerplay. Nur 1 Minute 15. Und zu Dinger! Lanko! Ich hoffe, dass das Spiel jetzt durchläuft. Hoffe ich, hoffe ich. Ei. Au. Wo ist er denn? Ach da.
Lanko hatten wir wieder unter den Handschuhen begraben. Und schon wieder Bulli gewinnt. Und Holland. Ey, Drecksack. Na komm, box dich. Ach, da hat er sogar sein Helmchen verloren. Und Bulli-Verlust. Alter Schwede, das ist ganz schön munter, das Spiel. Okay. So, Kaufmann. Ach, der war nicht so gedacht. Ah, und von der Kufe geholt. Schön, Orbe. Wo ist er denn? Da, Mist. Oje. Hat dieser Spielabsturz gerade eben... Hey, Marco Novak! Nee, Marian Balzani! Mit einem richtigen Hammertor! Sehr schön! 1-0! Ohne Assist sogar. Mary Bassani. Und Murphy. Huch. Der war falsch gepasst. Was? To Stevens? Okay, soweit, so gut. Okay, nein, du kriegst mich nicht. Oh, verdammt knapp, Mist. Hab ich gerade geschlafen, Mann! Ey, du Sack! Da holt er mich von dem Kufen. Schlimmer Finger, du. Und Dinger! Okay. Schön. Na. Ich komme hier nicht mehr raus. What? Wieso ich? A lot of
Naja, erste Drittel vorbei, es steht 1:0. Und dann nochmal das Tor von Marian Vasani. Okay, das Spiel ist doch nicht entschieden und nicht nachlassen. Machen wir schon nicht, keine Angst. Und auf geht's ins zweite Drittel. Mit einem Bulli gewinnen geht's los, aber leider konnten wir nichts draus machen. Mist, verdammter. Und es steht 1:1. Heidigs Blechle. 21. Saisontreffer. Naja, so wird das Spiel wenigstens spannender als das davorige. So, und auf geht's. Eieieiei. Ohoi. Heidigs Blech, jetzt wird's aber gerade richtig munter hier. Das Tor würde eh nicht gezählt. Lanko. Alter Schwede, jetzt wird's richtig. Puiuiuiuiui. Ja, super Angriff von hinten. Und schon wieder eine Strafe. Na, ganz toll. Justin Kelly, 2 Minuten für Bandencheck. Ich Angriff von hinten. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass dieser Spielabsturz. Kaufmann! Mach es! Ah, Mann! Ober bleibt im Kasten. Alter Schwede. 2:1 für Krefeld. Und wenn ich mir überlege, dass ich gerade eben im vorigen Spiel 3:0 gegen Ende des Spiels geführt habe gegen Krefeld und jetzt 2:1 führt Krefeld. Wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Fehler? So. Und wieder auf nach vorne. Mit Almann. So sollte der Pass eigentlich nicht kommen, aber egal. So, wo habe ich denn hier einen? Da, Kaufmann. Ah, Kelly, Mann! Okay. Jawohl, Kreuzer, sehr schön.
Und der Ausgleich ist gefallen mit seinem 10. Saisontreffer. Sehr schön. Da hat er aber auch wirklich leichtes Spiel gehabt. Schön. 2-2. Stockschlag. Leg dich schlafen. Oh, jetzt fallen die Strafen aber doch recht schnell und häufig vor allen Dingen. Sehr schön. 3-2. Und ein Powerplay-Tor mehr. Mit seinem 26. Saisontreffer beendete Afgeni Atokin diesen Angriff. Wie der den da reingezwiebelt hat, ist aber fraglich. Aber trotzdem, 3-2, schön. Okay, wo habe ich denn jemanden? Da habe ich jemanden. Ach, was war das denn jetzt gerade? Schön, aber... Komm, lass uns boxen, du! Vollpfosten! Ich vermisse irgendwie Peachy auf dem Eis. Gary ist über eine Mentalität. Es contributing to the team and being fearless at the same time. Those are great numbers in shot block. So, Reimer. Schön gedacht. Aber nichts draus geworden. Oh. Huch. Letzte Minute im zweiten Drittel. Der war auch knapp. Naja, okay. Zweite Drittel vorbei, es steht 3-2. Da gefällt mir doch eigentlich dieses Spiel besser als das davorige. Mehr Tore, mehr Spannung. So, nutzt seine Gelegenheiten. Erzeugt an dem Manten Offensivdruck. Hat die meisten Torchancen. Ja. So. Und auf geht's ins letzte Drittel. Und ich muss sagen, es bleibt spannend. Sagen wir es mal so, ich hoffe, dass es spannend bleibt. Bulli gewinnen. Und auf geht's so mit Atokin. Puh, der war auch knapp. Box dich los. Ach Mann. Somehow they're gonna make people forget about that. He'll move it himself. From down low, they go high. Ei. Because that's where he wanted to get his shot from. Bisschen hoch, weißt du nicht?
territory. Murphy to Hudlin. Und Kelly. Was für ein Schlagschuss, aber leider ging der nicht rein. Under 4 minutes gone in the third. The Metro Stars lead now by one goal. In with speed. Viele Torchancen für die DEG, aber leider geht nichts davon rein. Aua! So, jetzt aber Edlund mit dem 4:2. Mit seinem 9. Saisontreffer, super! Ah, die DG hat sich da jetzt aber auch ganz schön in dem Drittel der Krefeld Pinguine festgebissen. War eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis das Ding da hinter den Maschen zappelt. So, und Patrick Reimer. Puh, der war auch knapp. Ah. Okay, okay, okay. Mist. Oh, oh, der ist alleine, der ist alleine. Schön. Und mit Patrick Reimer geht's wieder ins Angriffsdrittel der Pinguine. Aber auch diesmal wurde er zunichte gemacht. Na super, da lässt er den Puck da liegen. Huch. Schöner Pass zu Danner. Ah, da wollte der den irgendwie so an Torhüter vom Bein mogeln, aber leider hat er nicht genug Zielwasser getrunken. Ah, da ist er ja. Tyler Beachy, aber leider hat er nichts gemacht. Oh, 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 Collins, lauf! Schön. So, Collins wieder. Mit Collins geht's wieder ins gegnerische Drittel. Genau! Letzte Minute. Ach, was machst du denn da? Und der Torhüter von Krefeld ist draußen. Oh. Jetzt bleibt mit dem Bild da. Ach, Kelly, was machst du denn da? Wer kriegt der Kelly den Puck nicht da rein? Oh, das gibt's nicht. Oh, Backe. Und Marco Novak dann. Und es steht 5:2. Ah, ja.
Alter Schwede. Naja, trotz alledem ist es doch recht spannend ausgegangen. Weil Krefeld hat ja doch sehr, sehr viel Druck gemacht. Huch! Ja, und die LEG gewinnt 5 zu 2. Sehr schön. Obwohl ich teilweise 2-1 zurücklag. Doch die DG hat sich nicht aufgegeben. Im letzten Drittel kam die DG zurück. So, Three Stars bitte. Marian Basani, ein Tor, zwei Assists. Andy Edlung, ein Tor, ein Assist. Und Mark Murphy, ein Tor, ein Assist. Und wenden bitte. Und jetzt muss ich das Spiel aufhängen, währenddessen er speichert. Das wäre sowas von Koggy. So, 17-20, 5-4. Torschütze 21 zu 27 und Powerplays 4 zu 2. Lanko gegen Auburn. Ergebnis von 5 zu 2. So, das nächste Spiel ist in Hannover. Und die Tabelle möchte ich euch wie immer nicht vorenthalten. Ach, was mache ich denn da? Ich glaube, ich bin noch ein bisschen am Schlafen hier, ne? Kann das sein? So, Düsseldorf, 96 Punkte. 7 Punkte Vorsprung vom Mannheim. Augsburg auf Platz 3 mit 76 Punkten. Also wird's knapp, knapp, knapp. Ingolstadt auf Platz 4 mit 76 Punkten. Auch hier entscheidet das Torverhältnis. Nürnberg auf Platz 5 mit 76 Punkten. Also auf diesen drei Plätzen entscheiden die Tordifferenz. So, Wolfsburg auf Platz 6 mit 66 Punkten. Krefeld auf Platz 7 mit 65 Punkten. Ein Punkt Unterschied. Hannover Scorpions auf Platz 8 mit 65 Punkten. Hier entscheidet das Torverhältnis. Eisbären Berlin auf Platz 9 mit 64 Punkten. Hier entscheidet nur ein Punkt. Auf Platz 10 und somit der letzte Platz, man will es kaum glauben, von dem Preplay aus Kölner Haie. Die haben sich ja nochmal richtig aufgerappelt mit 63 Punkten. Hier entscheiden nur 2 Punkte bis zur direkten Playoff-Qualifikation. Ah nee, Quatsch, das ist ja dann bis Platz 6. Genau. Irgendwie so war das ja. So, Straubing Tigers auf Platz 11 mit 58 Punkten. Hier entscheiden schon 5 Punkte Unterschied. Wird auch mal spannend. Hamburg auf Platz 12 mit 56 Punkten. Hier sind es insgesamt schon 7 Punkte zu den Pre-Playoffs. Iserlohn Roosters ist nicht mehr das Schlusslicht der DEL. 55 Punkte. Und hier sind es nur ein einziger Punkt. Und das Schlusslicht EAC München wird auch mit 55 Punkten. Hier ist auch noch alles möglich, um das Schlusslicht wieder abzugeben. So, das war die aktuelle Tabelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich gehe mal davon aus, dass ich jetzt so ein paar Spiele aufnehme. Und ja, hauen Sie rein. Bis dann. Tschüss.